Im männlichen Profifußball outet sich mit Josh Cavallo die erste noch aktiv spielende Person. Im Gegensatz dazu lassen sich in der Regionalliga Nordost immer noch homophobe Banner wiederfinden und auch die Querfeindlichkeit ist keine Seltenheit im Fußball. Warum kommt sowas heutzutage immer noch vor? Darüber möchten wir heute in der Folge vom Digger Talk sprechen. Und zwar mit Lian Hütelmann. Du bist Psychologe, Therapeut und systematischer Therapeut und legst deinen Fokus auf Krankheit, Schmerz und Behinderung, aber, und das ist viel wichtiger für unsere heutige Sendung, auf Sexualität. Mit welchen Themen kommen denn mehrheitlich deine KlientInnen zu deiner Beratung? Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Ich glaube, mehrheitlich kommen tatsächlich KlientInnen, die selbst trans oder queer sind. Und da geht es dann um Themen wie Coming Out und wie sozusagen geht es weiter, wenn ich mir irgendwie selbst darüber bewusst geworden bin, dass ich trans bin oder dass ich queer bin. Ich würde sagen, das ist so das häufigste Thema. Und dann gibt es natürlich bei trans- und queer Personen auch immer noch andere Themen, die dann sozusagen sehr unspezifisch sind, ne? Ob man mal Ängste hat oder traurig ist oder so. Aber bei dieser Zielgruppe würde ich sagen, arbeite ich auf jeden Fall am meisten. So, ja. Und welche Erfahrungen sammeln deine PatientInnen, wenn sie zu dir kommen? Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also ihr habt ja in der Anmoderation gesagt, dass ich systemischer Therapeut bin und da guckt man sozusagen immer sehr stark auf Gesellschaft noch als einen Aspekt im Leben von den Menschen in so klassischer Medizin. Ne? Wenn jemand krank ist, geht zum Arzt, dann guckt man ja eher sozusagen auf der Symptomebene. Ah ja, du hast einen Husten, dann kriegst du jetzt irgendwie Hustensaft. Und bei systemischer Therapie guckt man halt mehr auch, wie spielt denn Gesellschaft da irgendwie mit rein? Also inwiefern macht denn Diskriminierung zum Beispiel einen Unterschied? Und warum fühlt man sich dann vielleicht auch in manchen Situationen schlecht? Oder wie kann man damit umgehen? Das heißt, ich glaube, ich lege sehr viel Fokus in der Beratung auf Gesellschaft und auf verschiedene soziale Umfelder von den Menschen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, vielleicht was die Menschen dann auch nicht erstmal erwarten, sondern vielleicht erwartet man erstmal, wenn man zur Beratung geht, ne, ich kriege jetzt einen Ratschlag und dann geht es mir wieder gut. Aber das wäre sozusagen nicht so mein Ansatz, sondern eher den Leuten zu helfen, dass sie sich so selbst helfen können. Ja. Und du machst ja nicht nur Einzeltherapie und Paartherapie, sondern auch Kollektivtherapie. Könntest du das ein bisschen näher erläutern? Das habe ich, glaube ich, eher sozusagen nochmal aufgenommen, um klarzumachen, dass es das eigentlich in jedem Kontext oder in jeder Zusammenkunft Menschen irgendwie Beratung suchen können. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel in einer WG wohnt oder das kennt. Ne? Da gibt es ja auch manchmal Probleme, wo man sich vielleicht mal Unterstützung sucht von irgendwie einem Berater oder einer Moderation oder so. Das heißt, ich bin sozusagen offen von der Anzahl der Menschen in einer Gruppe. Und natürlich sind es dann auch andere Themen oft, ne, in einer größeren Gruppe, als wenn jetzt eine Einzelperson kommt. Und da gucke ich dann eher darauf, dass alle irgendwie in dem Kollektiv gehört werden, dass man so vielleicht auch Konflikte lösen kann und so. Genau. Und kann es denn dann auch passieren, dass mal ein Fußballverein bei dir in der Praxis landet? Ist jetzt noch nicht vorgekommen. Wäre wahrscheinlich auch eine sehr große Gruppe, da bräuchte ich dann größere Praxisräume, damit dann irgendwie so 20, 30 Leute da kommen könnten. Aber tatsächlich habe ich schon so Workshops für Fußballteams auch gegeben zu Themen wie Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Das ist dann natürlich nochmal ein bisschen was anderes als Beratung. Ne? Da geht es dann mehr auch um Wissensvermittlung zum Beispiel. Würdest du dann sagen, dass sich Privates mit deinem Beruflichen auch vermischt? Auf jeden Fall. Also ich glaube, Fußball vielleicht tatsächlich so am wenigsten. Aber ich glaube, so meine privaten Interessen, ne, mit so Aktivismus in so LGBT-Communities, das vermischt sich ja schon sehr stark eigentlich mit meiner Arbeit. Und natürlich, wenn jetzt jemand kommt, der auch selbst Fußball spielt, dann kann ich das natürlich auch gut nachvollziehen oder nutze das dann auch irgendwie für die Beratung. Ja. Gerade im Fußballbereich sind ja LGBTIQ-Personen oft nicht sichtbar. Die Initiative #Kickout versucht ja das zu ändern und du hast selber auch an der Initiative teilgenommen. Kannst du uns mehr dazu erzählen?
Ja, das war eine relativ große Initiative. Da gab es ja dann auch sozusagen im Kicker so eine Story dazu, ne, wo dann ganz viele Leute auch aus dem Profifußball teilweise sich haben fotografieren lassen und sich sozusagen sichtbar gemacht haben zu dem Thema. Und ich wurde da angefragt von Seiten von meinem Verein, ob ich da auch mitmachen möchte und fand es irgendwie eine super Initiative. Hätte mir das, glaube ich, auch, als ich Jugendlicher war, total gewünscht, dass es da mal mehr Sichtbarkeit gäbe. Und ja, dann habe ich da gleich zugesagt, mitgemacht, hatte auch ein kurzes Interview mit dem Kicker. Also ich hatte das Gefühl, es war eigentlich eine ganz gute oder erfolgreiche Kampagne sozusagen. Ja. Warum ist es dir persönlich so wichtig, dass so etwas existiert? Also ich glaube einmal tatsächlich, weil ich mir das selbst so für mich gewünscht hätte, ne, als Jugendlicher, und weil ich glaube, dass das total wichtig ist für Menschen, gerade wenn die sich neu outen. Da kenne ich zum Beispiel Zahlen von so einer Studie aus Köln, ne, dass 20% aller Transpersonen, die irgendeinen Sport gemacht haben, nach dem Outing keinen Sport mehr machen, also komplett aufhören, mhm, weil sie sozusagen sich nicht trauen, sich da zu outen, oder weil sie auch doofe Erfahrungen machen. Und ich finde es einfach super wichtig, dass sozusagen das mehr Sichtbarkeit bekommt, dass es eine Selbstverständlichkeit mehr und mehr wird, damit es dann auch einfacher wird für die Leute, weil ich glaube halt, das merke ich ja auch, ne, in der Beratung, dass Sport einfach eine super wichtige Ressource für viele ist, mhm, in schwierigen Momenten, und deswegen, genau, ist mir das total wichtig. Ja. Und meinst du, durch die Initiative hat sich in deinem Leben dadurch nochmal was verändert? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, tatsächlich hat sich auch bei mir privat sowas verändert, weil ich bin schon sehr lange geoutet als queer sowieso und als trans auch schon seit 10 Jahren so in meinem engeren Umfeld. Aber durch die Initiative war das sozusagen mein erstes Outing so im Fußballbereich. Das war nämlich der Bereich, wo ich mich tatsächlich bis zuletzt nicht geoutet hatte. Auch aus Angst vor den Reaktionen von MitspielerInnen, von GegnerInnen, von ZuschauerInnen und so weiter. Mhm. Und ja, aber durch die Initiative habe ich dann gedacht, okay, mir ist das wichtig, und dadurch habe ich mich jetzt sozusagen auch bei meinem Verein geoutet. Und das hat schon sehr viel verändert, war eine große Erleichterung, würde ich auch sagen, für mich. Ja. Es hat viel verändert, und wie war hauptsächlich die Reaktion deines Umfelds darauf? Ja, also tatsächlich habe ich nur positive Reaktionen mitbekommen. Ich habe natürlich auch ein soziales Umfeld. Ne? Ich habe mich vor 10 Jahren geoutet. Die Leute, die jetzt darauf vielleicht negativ reagiert hätten, sind sozusagen gar nicht mehr so zentral in meinem Leben. Was ich irgendwie ganz schön fand, mein Vater, der jetzt eigentlich nicht so viel mit so queeren Themen zu tun hat, ist halt auch großer Fußballfan und war dann total begeistert, dass er irgendwie mich im Kicker gesehen hat. Und das war dann irgendwie nochmal so was Verbindendes, irgendwie auch mit meinem Vater. Und in meinem Fußballteam war es auch total schön, auch die Reaktionen aufs Outing waren total positiv, was mich super gefreut hat, also was einfach eine schöne Erfahrung war. So, ja. Und hast du das Gefühl, durch die Initiative wurde schon was erreicht? Also dadurch hat sich was verändert? Ich glaube, eine Veränderung ist vielleicht, dass es so eine Initiative überhaupt gibt. Ne? Das ist ja schon irgendwie ein großer Shift oder ein großer Wechsel in dem Thema, dass darüber überhaupt gesprochen wird. Ich glaube, es ist immer schwierig, so große Veränderungen passieren ja immer sehr, sehr langsam. Ne? Und ich glaube, gerade so queere und Trans-Themen werden ja immer, immer sichtbarer. Gerade auch, glaube ich, in so der Generation, die jetzt so jugendlich ist oder junge Erwachsene sind, da ist es, glaube ich, viel selbstverständlicher als noch bei mir. Und ich bin jetzt auch nicht super alt. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich da gerade sowas bewegt. Aber natürlich dauert das sehr lange. Und ich rechne da auch immer mit so Backlash, ne, dass es dann auch wieder ein Stück zurückgehen wird und so. Aber erstmal finde ich es einen positiven Schritt, dass darüber gesprochen wird, dass es dafür Aufmerksamkeit gibt, dass es Outings gibt überhaupt. Ne? Das war ja auch lange nicht denkbar in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Gerade auch in den letzten 10 Jahren, wenn du jetzt sagst, du hast dich schon vor 10 Jahren geoutet, dann bist du jetzt der Meinung, dass sich
das immer mehr zunimmt, sage ich mal, und bist du da zuversichtlich, dass das immer schneller gehen wird? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren habe ich schon so den Eindruck bekommen, dass sich viele Sachen normalisieren, die für mich nicht denkbar waren, als ich so 18 war. Ich glaube, dass es da einen großen Stadt-Land-Unterschied auch gibt, so von dem, was ich wahrnehme. Also jetzt hier in Berlin ist es sowieso immer noch ein bisschen anders. Ich habe lange auch so Beratung gemacht für queere Jugendliche, ganz deutschlandweit. Und da habe ich schon immer noch die Erfahrung gemacht, dass gerade Jugendliche in so Dörfern, dass es da auch schon schlimm sein kann, einfach schwul zu sein in der Schule. Ne? Also ich glaube, das ist irgendwie sehr komplex und es wird nicht so ein linearer Prozess sein, sondern so Wellenbewegung eher. Und ja, ich glaube, grundsätzlich ist die Richtung ganz gut, aber ich rechne nicht damit, dass es so schnell geht. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen vorsichtig vielleicht. Ja. Also hättest du schon das Gefühl auch, dass wir in Berlin in so einer Bubble leben, wo das alles ein bisschen schneller geht als woanders? Ja, ich glaube, ich bin auf jeden Fall in so einer Bubble. Ja, wahrscheinlich kommt es da auch so ein bisschen drauf an, wo lebt man in Berlin, ne? Da gibt es bestimmt auch noch mal große Unterschiede, aber ich glaube auch, dass Berlin ja schon immer irgendwie so eine Bubble ist für queeres Leben und das ist ja auch schön. Also deswegen bin ich auch nach Berlin gezogen mit 18, weil ich das so cool fand und so empowernd irgendwie. Aber ich glaube schon, dass wenn man dann so ein bisschen weiter rausfährt, ist es schon gleich anders. Ich habe lange in Brandenburg gearbeitet und es war schon ein Unterschied auf jeden Fall, da rauszufahren und dann wieder nach Berlin zu kommen. Also ich würde schon sagen, dass es eine Bubble ist, ja. Wie alt warst du bei deinem Outing? Also bei dem Outing als trans nicht-binär war ich, glaube ich, 18 oder 19. Ja. Also. Es ist ja schon angeklungen, dass du selber auch in einem Sportverein spielst, und zwar in Hansa 07. Hansa 07 versteht sich als mehr als nur ein Sportverein, in Anführungsstrichen. Viele Vereine sehen ja noch nicht so richtig die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Queerness auseinanderzusetzen. Warum ausgerechnet ihr? Das ist eine gute Frage. Müsste ich mal den Vorstand von Hansa fragen. Aber wahrscheinlich würden die sagen, dass sie sich schon immer irgendwie für so soziale Gerechtigkeit in verschiedenen Bereichen engagieren. Der Verein ist ja auch mitten in Kreuzberg, in der Wrangelstraße. Das heißt, alleine dadurch, wo der ist, glaube ich, ist man zwangsläufig mit so mehr Diversität irgendwie konfrontiert als vielleicht in anderen Umfeldern in Deutschland, sage ich mal. Und ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, dass Hansa auch als so ein Kiez-Kneipenverein angefangen hat. Mhm. Und dass es dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen näher verwurzelt ist, sage ich jetzt mal, an so Communities, die so drumherum passieren. Und ich glaube, dass es da auch sehr viel Engagement eigentlich von den Mitgliedern immer wieder gibt. Ne? Wir haben jetzt auch seit dieser Saison einen Trikot mit Regenbogen Elementen sozusagen. Und genau, das finde ich auch also einfach super empowernd, in so einem Verein zu spielen. Also es ist ja ein super Zeichen irgendwie. Ja. Und siehst du dich selber bei Hansa wie an so einem sicheren Hafen, als sozusagen wie zu einem Rückzugsort? Fühlst du dich da wohl? Ist eine Anlaufstelle für dich, sage ich mal? Ja, irgendwie schon. Wie gesagt, ich habe mich ja auch da erst sehr spät geoutet. Ne? Ich glaube, dass trotzdem bei allen Menschen ja irgendwie auch so bestimmte Bilder zu Fußball zum Beispiel im Kopf sind, ne? Wo man dann vielleicht Ängste hat, wie könnten da Leute reagieren, die irgendwie sehr viel in so einem Fußballkontext unterwegs sind. Trotzdem glaube ich, dass Hansa auf jeden Fall auch auf eine Art eine Bubble ist, ne? Weil es eben so ein politisch engagierter Verein ist. Es gibt davon ja auch noch mehr in Berlin, also Seitenwechsel gibt es noch oder Discover Football und so. Das sind auch Vereine, wo ich sagen würde, das sind auf jeden Fall ja, so eine Art sichere Häfen für queere Menschen im Fußball. Mhm. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass Hansa 07 da auch noch ein bisschen aufrüsten könnte in Zukunft? Ja, ich glaube, aufrüsten kann man eigentlich immer mit so Themen.
Und ich glaube, da fehlt es einfach auch viel an Informationen. Also ich habe jetzt auch noch mal im Vorfeld vor der Sendung noch mal so ein bisschen recherchiert, was, wenn man jetzt Transpersonen Fußball googelt oder bei YouTube eingibt, was kommt da eigentlich, oder queere Personen im Fußball, und es ist echt dünn. Also es gibt wirklich wenig Infos, und ich glaube, da muss eigentlich jeder Verein sich sozusagen mehr damit beschäftigen, damit es ein besserer Verein wird für Transpersonen, Interpersonen, nicht-binäre Personen. Ich glaube, da kann jeder Verein irgendwie noch mehr machen, immer, ja. Ja, mit Blick auf die Zukunft reicht es ja wahrscheinlich nicht aus, dass Manuel Neuer ein regenbogenfarbenes Kapitänsbändchen um den Arm trägt. Also was muss da noch konkret passieren? Ja, das wäre schön, wenn das reichen würde. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren muss. Auf Ebene der Vereine, glaube ich, braucht es sehr viel mehr Wissen und Weiterbildung für alle Leute, die im Verein irgendwie engagiert sind, ne? Von Platzwart über TrainerInnen, über Mitglieder, dass irgendwie alle so ein bisschen im Boot sind und was über das Thema wissen. Und dann braucht es natürlich auch Arbeit auf Ebene von den Verbänden und auch vom DFB sozusagen, ne? Sich da irgendwie klar zu bekennen dazu, dass sie gegen Diskriminierung was machen wollen auf allen Ebenen. Und dann braucht es auch Regelungen für irgendwie queere und Transpersonen im Sport. Es braucht irgendwie Arbeit mit den Fanszenen, ne? Das ist ja auch ein Riesenproblem in den Stadien, dass da oft diskriminierende Banner hochgehalten werden, dass irgendwie diskriminierende Dinge gerufen werden und so weiter. Das macht es ja auch nicht sicherer, ne? Für Leute, sich da irgendwie wohlzufühlen. Also ich glaube, das ist so ein Prozess, der auf ganz vielen Ebenen angestoßen werden muss. Und eben nicht zuletzt auch auf sozusagen so einer strukturellen Ebene von einem Verband oder von einem Deutschen Fußballbund sozusagen. Ja. Und wo fängt man am besten an? Meinst du, also würdest du dir wünschen, dass man schon in der Schule mehr Aufklärungsarbeiten leisten würde zum Beispiel? Also im jungen Alter, dass da schon mehr passiert? Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sich so fragt, wie fängt man an, finde ich es immer gut, eigentlich bei sich selbst anzufangen, ne? Also ich glaube, jeder kann ja für sich irgendwie zu Themen informieren. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Informationen im Internet auch zu queeren Themen, zu Trans-Themen. Und ich glaube, da kann jede Person erstmal sich selbst sozusagen für sich weiterbilden, wenn sie dazu Zugang hat. Und sich dann sozusagen auf so einer strukturellen Ebene dafür einsetzen, dass es sowas gibt, wie was du jetzt meintest, ne? In der Schule mehr Aufklärung dazu, dass man, wenn man irgendwie was Diskriminierendes hört und man erkennt das, auch was dazu sagt, dass man sich äußert. Ich glaube, da kann jeder sozusagen im Kleinen bei sich immer wieder irgendwie was machen. Ja. Wie sind denn deine Erfahrungen selber im Verein bei Spielen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie sexistische Bemerkungen kommen? Mhm. Also hast du da irgendwelche eigenen Erfahrungen gemacht im Verein beim Spielen oder auch als Zuschauer selber? Also ich tatsächlich aktuell wenig mit so Sexismus. Ich glaube, aber es gibt dann eher so subtilere Sachen, ne? Also als ich bei so einem Frauenteam gespielt habe und danach war ein Männerteam dran, das ist ja bei so Spielen immer so, ne? Dass dann danach kommt dann das nächste Team und so weiter, dass es dann zum Beispiel ganz oft so war, dass die Männerteams schon auf den Platz gegangen sind, während wir noch gespielt haben. Mhm. Und das ist ja auch ein Zeichen von nicht respektvoll umgehen sozusagen, ne? Ich glaube, sowas ganz viel. Und ich glaube, rassistische Bemerkungen sind auf jeden Fall auch ein großes Problem, ne? Also dass es irgendwie sehr viele rassistische Äußerungen auch in meiner Karriere ich schon mitbekommen habe von TrainerInnen, SpielerInnen, von ZuschauerInnen. Das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und ich glaube auch so homofeindliche Bemerkungen, ne? Also so vor allem sowas wie Schwuchtel oder so hört man ja eigentlich oft auch auf dem Fußballfeld. Also ich glaube schon,
dass es da ja auch teilweise schwierig ist, ne? Wie soll man das irgendwie verhindern, sage ich mal. Da geht es dann eher darum, wie reagiert man dann in dem Moment, was kann man machen. Da gibt es ja auch verschiedene Beispiele. Ich glaube, wurden ja auch schon mal zum Beispiel Spiele unterbrochen, ne? Weil die ZuschauerInnen immer wieder rassistische Äußerungen gemacht haben. Und sowas finde ich tatsächlich ganz gut, dass man da dann auch wirklich ein Zeichen setzt und sagt, okay, stopp, das ist jetzt zu viel. So. Ja. Und wie glaubst du, könnten wir zum Beispiel ein Zeichen setzen? Also ich jetzt, wie könnte ich diese Situation unterstützen? Du meinst jetzt, wenn jetzt auf dem Fußballfeld irgendwie sowas passiert oder... Ja. Ich glaube, ich finde es da immer gut zu gucken, wie ist die Situation. Ne? Also es gibt natürlich Situationen, da kannst du dann als Einzelner auch wenig machen, sage ich jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Ist da jetzt so eine Gruppe von 20 Männern, die dann irgendwie rassistische Sachen grölen, da kannst du dann als Einzelner wenig ausrichten. Aber ich glaube, es ist immer gut, dann Umstehende anzusprechen, zu sagen, ey, mir fällt irgendwie, ich finde es nicht gut oder mir fällt da was auf. Wenn es sozusagen eine sichere Situation ist, auch zu sagen, ey, ich finde es nicht in Ordnung, was du gesagt hast. Also auf jeden Fall da so ein eigenes Unwohlsein auch transparent machen. Und dann irgendwie auch sich Hilfe holen von irgendeiner Struktur. Also in einem Fußballspiel wäre das vielleicht der Schiedsrichter, ne? Dann zu sagen, ey, die ZuschauerInnen machen da die ganze Zeit homophobe Äußerungen, bitte sagen Sie mal was, ne? Und dann ist es eigentlich auch Aufgabe von den Offiziellen, dann auch die des Platzes zu verweisen zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, ja, sehr vereinfacht wäre das vielleicht so eine Möglichkeit des Umgangs. Bei Hansa habt ihr zum Beispiel Frauen- und Männerteams und man kann sich frei wählen, bei welchem Team man spielen möchte. Wie würdest du sowas zum Beispiel im Profibereich regeln? Ja, das ist eine super komplexe Frage. Es ist ja erst seit 2 Jahren auch so in Berlin, dass es so eine Regelung gibt für Trans- und Interpersonen im Sport. Im Fußball, da ist ja der Berliner Fußballverband auch der Erste, der dann Regelungen gefunden hat. Ne? Die haben ja sozusagen diese Regelung, dass Transpersonen sich aussuchen können, bei welchem Team sie spielen. Es muss dafür aber auch eine Meldung an den Verband erfolgen. Und auf, genau wie du sagst, auf Bundesebene gibt es dafür ja noch keine Regelung. Ich glaube, dass gesellschaftlich wir irgendwann auch nicht an der Frage vorbeikommen, hoffentlich, ob es wirklich Sinn macht, das in diese 2 Kategorien weiterhin aufzuteilen. Da gab es jetzt gerade auch eine Entscheidung vom Olympischen Komitee dazu, wie das sozusagen bei Olympia laufen soll. Und so ein bisschen auch eine Abkehr von diesen klassischen Kriterien von wie viel Testosteron hat jemand oder so. Ich glaube, da braucht es auf jeden Fall sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigen und da gute Lösungen vorschlagen. Mein Wunsch wäre schon, dass es sozusagen eine Abkehr gibt von Männer- und Frauenteams, weil ich glaube, da gehen ganz viele Menschen eigentlich verloren und es schränkt viele Menschen ein, ne? Nicht nur Transpersonen. Deswegen, ja, würde ich mir wünschen, dass das mehr und mehr aufgeweicht wird im Fußball, ohne dass man jetzt diese Kategorien abschafft, ne? Aber dass man sagt, zumindest sowas wie in Berlin, dass man sich das frei aussuchen kann, wenn man trans ist, fände ich gut. Nochmal mit Blick auf deine Zukunft. Du arbeitest aktuell in einer Reha-Klinik. Könntest du dir vorstellen, auch nochmal in so einem Beratungsprojekt mitzuwirken wie In and Out? In and Out ist ja ein Beratungsprojekt für queere junge Erwachsene, die seit 1995 existieren. Könntest du dir vorstellen, nochmal bei so einem Projekt mitzuwirken, beziehungsweise in so einen Bereich eher zu gehen? Ja, ich habe ja bei In and Out 5 Jahre gearbeitet, ehrenamtlich. Und das ist aber ein Projekt, was nur für Jugendliche ist. Das heißt, da ist auch eine Altersgrenze von 27, damit sozusagen die Jugendlichen auch sozusagen gleichaltrige AnsprechpartnerInnen haben. Das heißt, das ist leider für mich abgefahren, In and Out. Aber an sich ist schon mein Ziel, beruflich mit queeren, trans, nicht-binären Menschen zu arbeiten, generell auf jeden Fall in einem Kontext zu arbeiten, der machtkritisch ist, ne? Wo man solche Fragen, wie wir jetzt drüber gesprochen haben, auch stellen kann, wo man sich damit auseinandersetzt und ja, mal sehen, in welchem Kontext das dann sein wird. Ja.
Und was habt ihr mit In & Out damals alles erreichen können? Also In & Out ist ein super Projekt, das eigentlich erreicht, finde ich, dass deutschlandweit eben Beratung niedrigschwellig möglich ist für queere und Transpersonen. Und ich glaube, das ist eigentlich, also ich kenne kein vergleichbares Projekt, das das schafft. Ne? Die machen Online-Beratung sehr viel. Und was ich dabei wichtig finde, ist eben, dass Aufklärung ist ja so der eine Aspekt, ne, damit es sozusagen weniger Diskriminierung gibt. Aber bis es sozusagen eine diskriminierungsfreie oder freiere Gesellschaft geben wird, braucht es ja Unterstützung für die Betroffenen. Und dafür ist In & Out halt super, weil es einfach die Menschen in Prozessen begleitet, sie unterstützt bei Diskriminierungserfahrungen. Und auch für die, die ehrenamtlich die Beratung machen, ist es ja auch eine super Erfahrung. Ne? Man kann Sachen weitergeben, die einem selbst geholfen haben. Man kann merken, dass man irgendwie eine Community ist, die zusammenhält. Also ich finde, das, ja, das schafft sozusagen im Kleinen was, was total hilfreich ist für ganz viele queere Jugendliche. Ja. Kannst du auch sagen, dass es dir selber dann auch was gebracht hat sozusagen? Also ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass In & Out da super zentral dafür war, dass ich jetzt auch Psychotherapie mache, ne? Also eine Ausbildung, weil ich da einfach gemerkt habe, wie viel das auch bringt, auf so einer politischen Ebene Menschen zu unterstützen, die marginalisiert werden, dass es da einfach wichtig ist, eine gute Gesundheitsversorgung herzustellen, die es aktuell nicht gibt. Deswegen, ich glaube, mir hat das total viel für berufliche Orientierung gebracht, aber auch dafür ja, zu merken, dass man sozusagen auch ganz, ganz schnell Erfolge haben kann auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, wenn man Menschen unterstützt. Ja. Es gibt neuerdings die DFB-Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Zusammenarbeit mit dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Glaubst du, dass die den versprochenen Erfolg erreichen können? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es die Stelle gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass allein das ja auch nochmal so eine Sichtbarmachung ist, ne? Dass es dafür eine Stelle gibt. Ich glaube, das Problem ist ja vielleicht auch bei so großen Strukturen wie dem DFB, dass solche Stellen ja nicht besonders viel Macht haben in der Regel. Es gibt ja auch einen Rassismusbeauftragten zum Beispiel, der auch immer wieder sagt, das und das muss gemacht werden. Aber bis es dann sozusagen oben ankommt bei den Menschen, die dann Entscheidungen treffen, ist es, glaube ich, schwierig. Also es gibt ja auch immer wieder Diskussionen darüber, dass es beim DFB so eine grundsätzliche strukturelle Wende irgendwie geben muss, ne? Mit vielleicht auch mal einer Frau zum Beispiel, die DFB-Präsidentin ist. Und ich glaube, so einen Umbruch hat es bis jetzt beim DFB noch nicht gegeben, auch wenn es solche Stellen gibt und ich das gut finde. Ich glaube, sowas wäre notwendig. Ja. Lian Hütelmann, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und unsere zahlreichen Fragen beantwortet hast zum Thema Queerness im Sport oder speziell Fußballverein. Und auch an euch, liebe ZuschauerInnen, noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten.